Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. In dem letzten Tutorial habe ich dir ja gezeigt, wie du die Maschine Plus in Ableton integrieren kannst. In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du MIDI-Daten über die Pads von der Maschine nach Ableton übertragen kannst. Darauf hat mich übrigens ein User von euch gebracht. Vielen Dank dafür. Ich zeige dir in diesem Video genau, welche Einstellungen du in der Maschine vornehmen musst, wie du das Ganze in Ableton routest und was du in beiden Programmen beachten musst. Ich hoffe, dass das Video dir weiterhilft und einige Fragen und Probleme löst. Das ist kein Video, wie du Maschine MK3 oder Plus dazu verwendest, Ableton Live zu steuern, sondern lediglich, wie du die MIDI-Daten eben nach Ableton rüberbekommst. Das Ganze funktioniert natürlich in jeder anderen DAW genauso und mit allen Versionen der Maschine-Hardware. Wenn das ein Thema ist, was dich interessiert, dann bleib doch einfach dran und schau dir das Video bis zum Ende an. So, als erstes öffnen wir hier ein ganz normales Ableton Live-Projekt. Zwei MIDI-Spuren, zwei Audiospuren. Die letzte Audiospur können wir löschen. Wir brauchen nur zwei MIDI und zwei Audiospuren. Dann öffnen wir den Ableton Browser. Ziehen uns eine Instanz von Native Instruments Maschine rein. Dann öffnest du Maschine. Ja, wir können es sogar ganz groß machen. Dann mache ich es mir ganz einfach, gehe ich hier auf Instrumente, wähle hier vorne einfach mal einen Bass aus. Was ihr da wählt, das ist euch überlassen. Für das Tutorial wähle ich jetzt einfach so einfach wie möglich, klicke den Bi-Oszillatoren-Bass hier an, zack, und dann ist er da drin, im ersten Soundslot. Und wenn ich jetzt da auf Pads drücke, kommt auch gleich das Signal. Ich ziehe mir gerade mal einen Kopfhörer an. So, jetzt höre ich auch was. So, jetzt schalte ich erstmal die Spur hier scharf. Und dann könnt ihr ja denken, hey, das ist schon alles. Wenn ich da jetzt drauf drücke und hier oben auf Aufnahme gehe, dann nimmt er mir die MIDI-Noten aus. Aber wie ihr seht, nimmt er gar nichts aus. Wie bekommst du das jetzt also hin, dass du auf deiner Maschine ein Pad drückst und gleichzeitig die entsprechenden MIDI-Noten in Ableton aufgenommen werden? Das zeige ich dir jetzt im nächsten Schritt. Jetzt gehst du erstmal in der Maschine auf das Mixer-Symbol und wählst hier deine Eingänge aus. Bei mir jetzt schon voreingestellt Host 1. Das ist die erste Einstellung, die du machst. Dann gehst du auf die zweite MIDI-Spur in Ableton selber. Dann gehst du auf MIDI From. Track 1, Maschine 2. Und hier darunter in dem Kästchen gehst du auf Maschine 2. Dann schaltest du das Ganze hier auf In. Und wenn du jetzt da hier in dem Keyboard-Mode bist auf der Maschine, machen wir gerade hier den Mixer-Mode aus, siehst du, bist im Keyboard-Mode, siehst du jetzt ein Audiosignal und ein MIDI-Signal an. Wenn du jetzt das Ganze hier scharf schaltest, schauen wir uns das Ganze mal an, siehst du, werden MIDI-Daten von der Maschine nach Ableton übertragen in den Noten-Editor. Wenn du das Ganze jetzt auf Audio schaltest und die MIDI-Noten abspielst, hörst du natürlich kein Audiosignal, weil noch ist es jetzt ein einseitiges Ding. Also ich kann zwar MIDI-Noten von der Maschine in Ableton aufnehmen, aber die werden nicht jetzt übertragen an die Maschine selber. Um das Problem zu lösen, gehst du hier wieder oben auf den Mixer und dann gehst du hier oben auf, wie unten auch, auf Host in Kanal 1. Wenn du jetzt das Ganze abspielst, siehst du, wird auch noch nichts übertragen. Das liegt daran, dass hier oben nur von der Maschine übertragen wird. Wenn du jetzt das Signal hören willst, dann musst du das Ganze wieder hier rückrouten auf den Kanal 1. Wie funktioniert das? Ganz einfach, hier unten hast du ein MIDI 2. Und das stellst du einfach auf Track 1, Maschine 2. Wenn du jetzt das Ganze abspielst, hörst du natürlich auch noch nichts, weil du musst hier natürlich auch erstmal einstellen MIDI From. Und da stellst du das Ganze natürlich auf MIDI 2. Musst du auf In gehen. Wichtig ist hierbei, das merkst du schon wieder, wenn der scharf geschaltet ist,
hört ihr nichts. Also hier auf In, den Scharf schalten. Und schon habt ihr das sauber. Bisschen kompliziert das Ganze. Ich zeige euch jetzt mal die einfache Lösung. So, jetzt hast du alles hier geschaltet. Das will ich natürlich nicht so haben. Ich will das hier auf In haben, dass hier die MIDI-Noten ankommen. Und den Audio-Monitor will ich natürlich auch auf In haben. Noch kommt ja das Audiosignal hier an. Das wollen wir aber auch nicht, weil der Kanal ist eigentlich für die Maschine selber reserviert. Das führt immer zu Komplikationen, wie du eben schon gehört hast, mit dem Audiosignal und dem Videosignal, wenn das in den gleichen Kanal geroutet ist. Gehen wir hier auf die dritte Spur. Hier auf Audio From stellst du natürlich wieder ein 1, Maschine 2. Dann gehst du hier auf Kanal 2 und das schaltest du natürlich auf In. Müssen wir nur nochmal in der Maschine selber hier unten den Ausgang und auch auf External 2 stellen. Wenn wir jetzt ein Patch spielen. Sorry, wenn wir jetzt ein Patch spielen, hörst du alles, was du hören sollst. Den ersten löschen wir nochmal. Stellen wir die beiden mal scharf. Und wenn du jetzt beide Kanäle drückst, so hier die Audiospur und hier drüben, was du an MIDI aufgenommen hast. Wenn du das Ganze jetzt abspielst, hörst du natürlich wieder nichts, weil du hier erst auf Auto schalten musst. Und hier auf End. Damit du kein doppeltes Audiosignal hast, lässt du den immer auf In stehen, weil dann hörst du nur das, was reinkommt, nicht das, was rausgeht. Wenn du das lösen möchtest, dass es rausgeht, ist ganz klar, musst du den auch auf Auto schalten. So bekommst du deine MIDI-Daten und dein Audiosignal in die Maschine. Und jetzt würde ich sagen, markieren wir erstmal hier den ersten Kanal, den dritten ganz hinten, dann auf Spuren gruppieren und dann kann man das Ganze noch umbenennen. Maschine 2 lässt du hier so benannt, wie er ist. MIDI kannst du auch noch umbenennen. Maschine MIDI und hier noch Maschine Audio. Ja, dann hast du das Ganze ordentlich benannt, hast hier nur eine Spur und kannst je nach Belieben entweder nur so arbeiten, dass du deine MIDI oder dein Audio nur aufnimmst, dass die Maschine über Ableton das MIDI-Signal bekommt, musst du eben hier die Ins ausschalten und da das einschalten. Ist ein bisschen verwirrend, hört sich kompliziert an, aber wenn du es erstmal verstanden hast, das Ganze eine riesen Zeitersparnis, du musst das Ganze auch nur einmal machen und kannst jetzt natürlich hergehen und kopierst dir das, machst hier weiter mit Sound 2 und routest das Ganze dann entsprechend für den Sound 2. Prozess ist immer der gleiche, den Sound, den du haben willst. Ne? Wichtig ist nur, dass du hier die Kanäle ordentlich zuordnest und dann bekommst du da auch keine Probleme. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video in irgendeiner Art und Weise wieder weiterhelfen und du fandest den Content nützlich. Wenn dem so ist, dann lass mir doch bitte ein Like da. Wenn du meinen Content und meine Videos generell gut findest, dann abonnier doch bitte meinen Kanal und vergiss nicht auf das Glöckchen zu drücken, denn dann verpasst du garantiert keines meiner Videos mehr und das hilft mir und dem Kanal sehr weiter. Vielen Dank dafür. Solltest du irgendwelche Anregungen und Wünsche haben, dann schreib mir das doch bitte unten in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Milo.